Einen wunderschönen guten Morgen. Das kam jetzt so plötzlich. Und zack, schon haben wir Samstag. Das ist praktisch eine Zeitreise gewesen vom letzten Mal, wo wir das Auto noch vorbereitet haben. Wie ihr seht, wir sitzen im Auto, es ist vollgepackt bis oben hin. Wir haben gerade noch ein bisschen Wasser gekauft, ein bisschen Proviant. Und jetzt fahren wir nach Deutsch-Gorlitz, nach Österreich. Eine schöne Steiermark. Und da ist heute die Akkreditierung. Da sagen wir, jo, wir sind hier, wir sind das Team 666. Und morgen geht es dann schon Richtung Serbien. Ja. Wird richtig krass. Wir haben gesehen, vorhin in der Gruppe sind schon die ersten liegen geblieben auf den ersten paar hundert Kilometern. Zu denen gehören wir nicht. Wir sind diejenigen, die ihnen wieder aus der Patsche helfen. Na klar. Na klar. Wir sind jetzt ungefähr 20 Kilometer gefahren und die Motorkontrolllampe ist an. Das bedeutet, wir haben jetzt schon mal unseren ersten Auftrag, nämlich schauen, warum die an war. Die war ja immer mal wieder, auch in der Vergangenheit schon an, weil nämlich auch der Katalysator kaputt ist. Wir hoffen jetzt, dass es nur daran liegt und nicht ein anderes Problem vorliegt, weil ansonsten haben wir nämlich jetzt schon ein etwas größeres Problem. So, was ich jetzt schon mal mit Sicherheit sagen kann, auf dem Öldeckel ist Öl, also scheinbar läuft da ein bisschen Öl raus. Und es stinkt auch irgendwie nach verbranntem Öl. Das ist auch nicht gut. Jetzt gehen wir dem Ganzen mal auf die Spur. Also im Motorraum ist nichts Auffälliges festzustellen, außer dass der Deckel ein wenig mit Öl beschmiert ist und dass es ein bisschen riecht. Jetzt schaue ich mal, ob ich den Fehlercode, den Fehlerspeicher auslesen kann, weil wir haben natürlich einen ODB-Stecker dabei, wir sind ja die absoluten Vollprofis. Vielleicht sind wir dann dadurch ein bisschen schlauer. Jetzt haben wir nach einigen Anlaufschwierigkeiten es geschafft, den Fehlercode auszulesen und so wirklich schlauer sind wir jetzt trotzdem nicht, weil also irgendwas dreht zu schnell, weil hier steht drin maximal Umdrehung in 4900, der dreht aber mit 6666, was zufällig aber fast identisch mit unserer Startnummer ist. Und stimmt, Which to lean sensor threshold voltage konstant. Keine Ahnung, was das bedeutet, die Motorkontrolllampe ist immer noch an. So festzustellen ist es erstmal nichts. Jetzt googeln wir erstmal, was das bedeutet. Wir haben jetzt Onkel Google gefragt und Onkel Google sagt zwei Dinge. Zum einen ist ein Problem mit der Stromversorgung anscheinend da, was durchaus sein kann, weil wir auch Kühlschrank und so mit am Start haben. Und das Luft-Benzin-Gemisch stimmt nicht. Also es ist zu viel Benzin und zu wenig Luft. Was das jetzt im Kern bedeutet, keine Ahnung. Ich würde vorschlagen, wir fahren einfach weiter, gucken, was passiert. Ja. Oh, der Tim hat jetzt schnell Vignetten geholt, weil wir gerade an der Grenze zu Österreich sind. Die Motorkontrolllampe ist immer noch an, liegt scheinbar am Cut und an der Stromversorgung. Es ist sowohl übelst warm als auch extrem windig, weil wir die Fenster offen haben. Wir haben vorne noch zwei extra Ventilatoren. Wir haben das Gebläse im Auto auf maximaler Lautstärke. Man hört nichts. Es ist brutal heiß und es ist extrem windig. Und es ist noch nicht mal die Maximaltemperatur erreicht, weil die kommt ja noch. Mit, ich glaube, 42 Grad oder so, die uns jetzt auf der Tour erwarten werden. Jetzt sind so um die 30, schätze ich. Wir haben auch keine Temperaturanzeige. Aber das wird ein sehr heißer Trip. Perfekt. Mittlerweile sind wir in Österreich angekommen, haben jetzt einen kurzen Einkauf gemacht, das Auto wieder vollgetankt. Yes. Es ist unfassbar heiß. Wir haben auch die ersten Potholer getroffen, ein paar stehen hinter uns, die haben dieselbe Sirene wie wir, wie es scheint, das ist ganz lustig. Mhm. Die macht auch bisher mit am meisten Bock auf der ganzen Tour. Absolut, die ist so geil. Jetzt machen wir kurz einen Abstecher ins Hotel, checken dort ein. Dann fahren wir zur Akkreditierung, schauen, was dort so abgeht. Dann gucken wir, dass wir irgendwas futtern. Gehen dann pennen, früher oder später. Ja. Und morgen so gegen 8 Uhr ist dann der offizielle Start. Ja, Auto hat gehalten, Motorkontrolllampe ist immer noch an. Es klappert, es scheppert. So muss das. Und die Ente hat auch gehalten, die ist immer noch auf dem Dach. Mhm, haben wir perfekt befestigt. Cool. Ja, auf geht's zum Hotel. Ja. Mittlerweile sind wir bei der Akkreditierung. Haben kurz im Hotel eingecheckt, das war wirklich so eine 2-Minuten-Nummer. Jetzt melden wir uns offiziell an. Gehen noch was essen und ja, also die Hitze, die macht einen schon ein bisschen matschig im Hirn, finde ich. Aber wir sind auch völlig fertig. Wir scheinen auch die einzigen zu sein, die immer mal wieder im Hotel sind. Die, alle anderen sind scheinbar alle zelten. Würde ich mir jetzt bei der Wärme aber auch nicht antun wollen.
Naja, mal gucken, was uns erwartet. Auf geht's. Wie ihr seht, hier ist das feinste Idyll in der Steiermark in Österreich. Hier ist gerade ein Jungbulle am Grasen, hinten ist so eine Kamelfarm. So langsam passen auch die Temperaturen dazu. Es ist immer noch unglaublich warm und ich denke, das wird uns auch die nächsten Tage noch richtig viel Spaß machen. Das Essen war köstlich. Von der Atmosphäre her ist das hier ganz anders, als ich mir das vorgestellt hatte, weil ich dachte, das wird so festivalmäßig, dass es so Foodtrucks gibt und laute Musik und Hektik und Sauferei und so, aber es ist genau das Gegenteil. Das ist eine Liveband, die spielt so Westernmusik. Das ist hier so eine kleine Westernstadt, die echt cool ist. Wir haben jetzt Burger gegessen, einen Almdudler getrunken, was anderes bekommt man hier nicht. Jetzt geht so langsam die Sonne unter. Ich laufe jetzt so in das goldene Licht. Wir fahren jetzt ins Hotel zurück, müssen dann die Routen planen, weil wir haben jetzt das Roadbook bekommen, wo so ein kleines Regelwerk drin steht, wo auch die ersten Spots schon drin stehen. Ein Teddybären haben wir bekommen als Maskottchen. T-Shirts, Tassen, so ein bisschen Merchandise. Jetzt schauen wir mal, wo wir morgen hinfahren. Morgen ist dann Sonntag, der erste offizielle Tag der Rallye. Wir haben uns jetzt bloß praktisch gemeldet, dass wir auch tatsächlich gekommen sind. Und morgen fahren wir dann in der Früh um 8 Uhr los Richtung Serbien. Wir sind sehr gespannt. Motorkontrolllampe ist nach wie vor an. Warum, weiß ich nicht so genau. Also eigentlich weiß ich schon, es sind mittlerweile zwei Fehlermeldungen. Das eine ist der Katalysator und das andere ist Strom. Also Katalysator ist uns eigentlich egal, solange er funktioniert, funktioniert er. Strom liegt vermutlich daran, dass wir sehr viele elektronische Geräte mit angeschlossen haben. Solange das die einzigen beiden Probleme sind, ist das gar kein Problem. Ja, wir sind gespannt, was uns doch die nächsten Tage erwartet. Alle Leute, die hier sind, sind total nett, freundlich, lustig. Ja, wirklich bis jetzt absolut cool. Richtig genial. Und wir werden ständig angesprochen aufs Auto. Also selbst auf der Autobahn, als wir unterwegs waren, hat man uns zugewunken. Vor allem viele Kinder ist mir so aufgefallen, die dann in anderen Autos waren, die uns gesehen haben. Dann haben wir unsere Sirene angemacht. Hat auch immer wieder für Belustigung gesorgt. Also bis jetzt ein richtig heiterer Tag gewesen. Und ja, jetzt gehen wir zurück ins Hotel und schauen mal, dass wir den morgigen Tag schon mal ein bisschen vorausplanen. Wir haben uns jetzt einen ganz entspannten Spot gesucht in einem kleinen Dörfchen, ungefähr 4-5 Kilometer von unserem Hotel entfernt. Und da möchten wir jetzt das Roadbook mal durchgehen und schauen, ob wir wirklich die Route komplett planen müssen. Wenn ja, dann würden wir das jetzt noch schnell machen, auch notgedrungen. Wenn nein, dann würden wir das morgen einfach während der Tour machen. Morgen um 8 Uhr geht's los. Da hätten wir Zeit, beziehungsweise scheint es wohl so zu sein, dass Backroad Club uns Sightseeing-Spots vorschlägt. Ob wir die nehmen oder nicht, ist okay. Wir können es frei entscheiden, wir können aber auch den Weg frei wählen. Und jetzt gehen wir erstmal schön das Roadbook durch. Der Tim und ich. Und er schaut nicht so begeistert. Mal gucken, was jetzt passiert. Also nur damit ihr euch das mal vorstellt. Schau dir das mal an. Der Tim hat jetzt das erste Blatt aus dem Roadbook hinausgenommen. Und anscheinend ist da so ein Mandala. Sieht man das auf der Kamera? Ja. Hier, vielleicht seht ihr das. Und das muss man irgendwie ausmalen. Weil Lenny, also für euch als Hintergrund, Lenny ist ein Teddybär, der diese Tour begleitet. Also wir bekommen den wahrscheinlich auch irgendwann, der fährt dann eine Weile mit uns mit. Und den, nein, nicht der ist groß, der ist überlebensgroß. Ja, das ist unser hier. Nein, das ist ein großer Teddybär. Es gibt auch Uneinigkeiten, die wir sehen, das werden wir später in Ruhe klären. Schaltet später nochmal ein, Alter, ich kläre das jetzt an. Ja, das ist ein überlebensgroßer Teddybär. Ja, den hat man am Ziel da. Nee, den bekommst du während der Fahrt. Ein Team bekommt den und der wird dann weitergereicht. Und anscheinend hat sich Teddy verlaufen. Lenny? Also Lenny, der Teddy, hat sich verlaufen. Und wir sollen jetzt hier so mal nach Zahlen machen, um ihm da wieder rauszuhelfen. Oha. Alles klar. Ja, und wir haben hier eine Karte, wo die ganzen Spots irgendwie drauf sind, die wir irgendwie abgrasen können scheinbar. Wir sind jetzt ein bisschen schlauer geworden und zwar haben wir ja diese Karte hier, die der Tim vorhin in der Hand gehabt hat. Und wir haben gleichzeitig auch das Roadbook und die Zahlen und Buchstaben, von denen wir ursprünglich geglaubt haben, dass die was mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun haben,
sind keine Schwierigkeitsgrade, sondern Spots, die man ansteuern kann. Das heißt, die liegen uns auf dem Weg. Das sind aber so viele, dass man die nicht alle schafft. Jetzt können wir, wenn wir möchten, aussuchen, welche Spots wir nehmen. Und vermutlich gelangen wir dann durch diese Spots auch zum Ziel. Also, dass die so gelegt worden sind, dass du so oder so an das Ziel kommst. Und du musst nur noch auswählen, welche Spots du auf deinem Weg ansteuern möchtest. Der Tim hat jetzt gerade die erste Aufgabe für morgen in der Hand. Und die nennt sich Gummibruder. Da geht es darum, dass wir andere Teams fragen, ob wir deren Räder leihen können. Also komplett Räder, Felgen und Reifen. Die sollen wir aufeinander stapeln. Und das Team, das dann den höchsten Stapel hat, gewinnt. Soll so eine Team-Challenge sein. Die haben auch extra dazu geschrieben, dass wir jetzt nicht uns zusammentun können und einen Stapel haben und den fotografiert einfach jeder, sondern jeder soll dann auch seinen Teamnamen mit draufschreiben. Also ich weiß nicht, wie man das bewerkstelligen soll, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil so wie das heute ausgesehen hat, ist das eine sehr lose Gruppe, die man eigentlich nie sieht. Das wird wirklich schwer. Und viele haben auch nicht so wirklich Ersatzräder mit dabei. Also sie sind so am Start wie wir mit einem. Wenn, dann müssen wir mehrere Teams irgendwie zusammengreifen. Mehrere Teams, ja. Dass wir irgendwie eine Gruppe oder sowas erwischen. Und das Ganze ja noch während der Fahrt. Ja, wenn, dann müssen wir es halt, wir haben ja morgen den ganzen Tag eigentlich Zeit, ja. So wie ich das verstehe. Ja. Und dann müssen wir da mal schauen, dass wir vielleicht irgendwie bei so Spots, die wir jetzt halt hier mit ansteuern immer, da werden sie ja alle rumtummeln, denke ich mal. Ja. Und da hätten wir die Möglichkeit halt wirklich welche zu bekommen. Die müssen wir halt immer schauen, wenn viele Leute, es gibt ja welche, die haben 3-4 Reifen oben auf dem Dach. Ja, das schnappen wir uns. Dass wir die abfischen, ja. Und dann halt fragen und sagen, hey Leute, zack, ab geht's, ja. Die machen da bestimmt mit. Aber so insgesamt kann man eigentlich sagen, ja. Die Tour müssen wir nicht großartig in Voraus planen, weil das ist eigentlich mit der Karte schon ziemlich gut machbar. Das müssen wir mal gucken, wie wir damit zurechtkommen. Aber bis jetzt eigentlich alles ganz entspannte Nummer. Sehr cool, richtig, ja. Geil. Und morgen tun wir einfach, denke ich mal, spontan entscheiden, wo die Reise hingehen, weil das eigentlich wirklich schön erklärt ist. Und dann müssen wir einfach nochmal gucken, wo wir eigentlich hin möchten, genau. Was uns eigentlich am meisten interessiert. Ja. Und das geht ja ruckzuck. Das geht ja eigentlich entspannt. Ja. Perfekt. Optimal. Geil. Sehr, sehr geil. Und dann kann es losgehen. Ja. Ah. Was uns über das Ganze hinaus auch noch aufgefallen ist, wir haben viel zu viele Sachen mit. Absurderweise ist unser Dach so gut wie leer. Also wir haben auf dem Dach unsere Ente und einen Ersatzreifen und klar ein paar Lichter. Aber ansonsten ist da oben nichts mehr. Dafür ist aber dieses Auto brechend voll und zwar so voll, dass wir selbst die Tür, die linke, nur noch mit Gewalt zu bekommen. Also jetzt sieht man es hier, das Wasser stapelt sich, die Rucksäcke stapeln sich. Es ist bis, ich sehe auch nach hinten beim Fahren gar nichts mehr nach hinten, nur noch mit den Seitenspiegeln. Die Tür zu kriegt man auch nicht mehr wirklich, außer mit Gewalt. Und wenn man sich das Ganze mal anschaut, was wir so im Kofferraum gemacht haben, da schaut es halt auch nicht wirklich besser aus. Jetzt ist aber auch dann für morgen der Plan, dass wir die Wasserkanister aufs Dach packen, den Benzinkanister auch. Und hier ein bisschen Ordnung schaffen, weil das ist schon alles voller, als es sein müsste, glaube ich. Und so ist auch blöd, weil wenn irgendwas ist, finden wir gar nichts. Aber abgesehen davon, das Auto fährt. Wie gesagt, die zwei Motorkontrolllampen sind an, es kleppert und schappert überall. Und unser Auto sieht so schäbig aus wie eigentlich kein anderes von den Teams. Das ist so geil, weil das ist so ein Alleinstellungsmerkmal. Bei den anderen sieht man, entweder die haben es mit Absicht verpfuscht oder es ist halt echt gut gemacht. Und bei uns sieht man, wir haben probiert, es gut zu machen und es ist halt komplett nach hinten losgegangen, weil wir gar keinen Plan haben, was wir hier eigentlich tun. Sau geil. Ja, perfekt. Ich würde sagen, wir fahren so langsam wieder zurück ins Hotel. Damit haben wir nämlich unser Tagwerk schon verrichtet. Werfen uns unter die Dusche, weil bei der Hitze ist es, man merkt, dass man körperlich relativ schnell verfällt. Macht dann ein bisschen Bubu und morgen früh geht es dann mit dem Frühstück weiter und danach geht es zum Hotspot erstmal. Das ist zu dieser Mainstation, wo wir heute auch waren, wo wir uns akkreditiert haben. Und dann geben wir uns Mühe, die erste Aufgabe zu bewältigen. Wobei es, glaube ich, für uns beide mehr darauf ankommt, einfach die Route zu bekommen, geile Sachen zu sehen, geile Sachen zu erleben. Dann schauen wir mal, was uns erwartet. Wir sehen uns dann in Folge 2. Tag 2, bleibt gespannt, bis dann.